Ja, moin moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und willkommen zu einer weiteren Folge von Myst Survival. So, ich habe letztes Mal den Wagen ausgeräumt und ja, es ist jetzt... Ach, der hat Hunger und Durst. Weil er kann noch ein Momentchen warten, die Zeit sollte man ja noch nutzen. Hacken wir mal so einen Baum testweise ab. Denn ich möchte mal wissen, ob die Bäume, wie bei zum Beispiel The Forest, nachwachsen. Oder ob wir sie, wie bei Seven Days to Die, quasi pflanzen müssen. Aber bisher haben wir ja nichts zum Pflanzen, also jetzt nichts irgendwie bekommen, was wir pflanzen können. Darum ist meine Hoffnung, dass die Bäume nachwachsen. Und bevor ich jetzt hier alle zerhacke, möchte ich, dass wir mit diesem Baumteil nachprüfen. So, Rinde können wir Seile machen. Her damit, her damit, her damit. Ich habe jetzt in der letzten Folge, wie gesagt, alles erstmal in die Küche geräumt. Versucht, ein bisschen Struktur reinzubringen. Und wenn ich ehrlich bin, hat es nicht geklappt. Einfach reingezimmert, was geht. So, Tür zu. Und zwar Holz war hier genau. Nee, war eben nicht da. Da war auch kein Holz. Da ist Holz. So, zack, zack. Hat Ruf da. Geht aber ganz gut gesteckt. Das geht hoch gesteckt. Moment, das stecken, das leider nicht. Dann sind wir nochmal, würde ich sagen, hier machen wir nochmal Brettchen draus. 45 Minuten. Jetzt beginnt die Nacht. Wir hören's an dem Soundeffekt und irgendwo gibt die auch nochmal Streichhölzer. Wo hatte ich denn? Jetzt fängt es an hier. Das auch noch essen. Oh, Brettchen gib her. Ich hab doch Nägel gehabt, für Gottverdammte. Wollte nicht fluchen. Wieso geht denn das nur da? Die Scheiben gehen... Können wir... Hä? Muss ich da mein Hammerchen auswählen oder was? Ich hätte gern diese Fenster verbarrikadiert. Warum kann ich die bearbeiten und die anderen nicht? Ich verstehe das gerade nicht. Ich hätte jetzt einfach gedacht, so klack, klack und schon fertig. Schön, dass wir uns Möbel bauen können. Das interessiert aber gerade keiner. Hm. Zeigt hier auch an, dass wir Material haben. Ist strong, ja. Mein Arsch auch. Bin ich jetzt bestimmt kaputt, oder? Hm. Okay. Ich hätte jetzt gedacht, dass wir das verbarrikadieren. War so mein Plan. Gut, hat jetzt, raff ich nicht. Ja, Hacken wird bestimmt kaputt gemacht. Das wollen wir mal nicht. So, jetzt essen wir mal erstmal was. Dann weiß ich nicht. Also ich dachte jetzt wirklich, wir könnten das jetzt zumachen, alle Fenster, und sind dann quasi safe. Munition, das war der Schrank. Der ist voll. Oh. Ist fast Autokram. Ist egal, bleibt das erstmal drin. Wir brauchen ein bisschen Happa Happa und trinken, trinken.
Hau dir, haust dir rein. Jawohl, das auch nochmal. Dann haben wir ganz schön viel gefuttert. Das war ein Festmahl. Uns ist auch ein bisschen kalt. Ein Lagerfeuer ist eine hervorragende Idee. Haben wir denn genug Steine und wenn ja, wo sind sie wieder? Und es sind zu wenig Steine. Gut, dann machen wir Folgendes. Wir machen erstmal ein Nickerchen. Und, ja, wagen wir mal. Unten. Schläft er mehr als ich am Tag? Uhrzeit grob gerechnet ist okay. Und ihm ist immer noch kalt. Gut, aber jetzt ist auf jeden Fall hell genug, um mal rauszugucken. Platz haben wir. Aber ein paar Steine suchen. Kann jetzt nicht so schwer sein, oder? Auch nochmal mit. Mitten im Wald, so ist geil. Oh, Stein. Brauchten wir jetzt 8 oder mehr? Stein. Stein. Feder. Scheiß Ding, bist schneller als ich. Ja, komm, 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 gleich hab ich dich, gleich hab ich dich. Du kleines Drecksvieh. Ist es entkommen oder was? Sie lachen mich aus. Scheiß Huhn, du. Stirb. Lauf nicht weg. Alter. Der ist doch gerade verschwunden. Es wurde auf die Hühnchen-Enterprise hochgebeamt. Frech. Einfach frech. Ja gut, wir brauchen Bogen. Den Bogen holen wir uns die. Was ist denn das da Schöne? Stein. Also auch schon voll, weil ich so mit vollen Sachen umgelaufen bin. Das sind Autos, die wir nicht auseinanderschlachten können. Ja, das ist so eine Wagenburg, würde ich klassisch sagen. Und ich bin schon voll. Ach du Scheiße. Komm, ist eine Blueberry. Komm. Yummy, yummy. Schmeckt das lecker. Wo kann ich die nicht auf... Doch. Jetzt haben wir es zwei Stacks frei. Her damit. Autoreifen, 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 Autoreifen. Ach, das ist immer viel wichtiger. Nähzeug, oh. Das ist eine Essensdose, oh. Aus. Eat all, komm. Au Rinder. So, weil die sind auf jeden Fall sehr interessant. Ach, da ist auch eine Essensdose. Oh, ist alles interessant. Dann kommen wir nochmal wieder. Liegt auch eine Säge. Haben wir zwar, aber... Und unser Haus war hier irgendwo. Aber gut zu wissen, dass es hier schon mal Hühnchen gibt. In der Ecke. Und gut zu wissen, dass wir hier keinen Bären gesehen haben. Wobei ein Bär stimmt viel Fleisch, Fell und was weiß ich nicht alles gibt. Mal Klappe zu. So, das ist halt die Küche. Das heißt, in der Küche hätte ich gerne ein... Lagerfeuer.
Scheiße, einen Ast hätten wir noch gebraucht. Okay, ich dachte, wir müssen zurück. Die auch nochmal stacken können. Ah. Hier waren Autoteile? Nein. Da waren Autoteile. Zack. Auch rein. Den Hammerdinger war hier. Zack. Ich versuche hier noch Struktur reinzubringen. So, wo waren die restlichen Steine? Verdammt. Da waren Steine. Wo sind die, die ich gerade gesammelt habe? Habe ich die jetzt echt gelegt? Nee. Ey, ich hab... Ich mischugge? Ich hab doch Steine gesammelt. Das waren jetzt... Oder waren es zu wenig? Verdammt. Danke. So, jetzt aber. So, hier schön in die Ecke. Start. Müssen wir sogar hier richtig arbeiten. Schön. Campfire. Wir haben Feuer gemacht. Da kann ich es einfach anschmeißen oder... Feuerwood. Hm? Was ist denn Feuerwood? Ach du Kacke. Denn Feuerwood, ach du Kacke, haben wir nicht. Aber wir können doch hier raus bestimmt. Pack das noch raus. Da können wir noch Feuerwood draus machen. Ziemlich schnell, 5 Minuten. Und schon haben wir Feuerholz. Rasend schnell. Pack ich auch wieder zurück. Brauchen wir jetzt nicht. Hier kommen Waffen rein. Geht dann ebenfalls. Ah, ich wollte die da so haben. Ja, Nägel hat ja auch nicht funktioniert. Leider. Wollte ja hier rumnageln, aber das Spiel nicht. So, wir müssen noch ein bisschen mehr Platz machen. Packen wir das auch nochmal rein. Da packen wir das rein. Hier kommen dann wieder die Steinchen rein. Können wir noch als nächstes bauen. Das wäre auch gar nicht schlecht. Da brauchen wir Sticks und Seil. Ja. Aber am liebsten hätte ich noch eine Workbench. Das kriegen wir sogar hin. Das müssen wir doch... Sag mal. 16 hat er gesagt. Dann darf... Nimm einfach mal alles. Nochmal B. Nein, da. Machen wir. So, das wird hier der Küchenbereich. Und das ist, weiß ich noch nicht. Wir haben ein ganzes Haus frei. Geht das Schlafzimmer. Will noch im Bett schlafen, verdammte Axt. Und, machen wir hier die Workbench. Aber die Schmiede müssen... Weiß ich nicht, ob wir drin überhaupt bauen können. Oh ja, können wir. Schön in die Ecke. Nö, 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 nö. Ich wette sie gern da. Wer weiß, wie groß die Schmiede ist. Ab in die Ecke. So, bauen wir mal. Dann haben wir wieder Platz im Inventar. Und wir sind schon echt fleißig. Wir haben ein Auto, wir haben gleich eine Workbench, Lagerfeuer, ein großes Haus. Und was willst du mehr? So, hier können wir nämlich jetzt noch Sachen, weitere Sachen herstellen. Aber wir können sogar selber aus Kohle und hier so ein Ast, Branch, Streichhölzer herstellen.
Wir können jetzt Werkzeug herstellen. Looks closer. Oh, hiermit können wir die eine Tür aufmachen, die wir einen Tag gesehen haben. Nice. Bogen. Bogen. Bogen brauchen wir. Gedärme? Und Sticks. Okay, wir brauchen auf jeden Fall Sticks. Sticks, Sticks, Sticks. Und... Turnierscheiß brauchen wir auch. Dann wenigstens ein Basic. Es fällt mir der Name nicht ein. Was ich hier zu Hause auch zwei, drei Dinger rumstehen habe. Das sind zwei Sins. Na. Jetzt fällt mir dieser scheiß Name dafür nicht ein. Ist egal. Gut. Kann ich jetzt zerhacken? Ah, geht's. Der. Oh! Scrapwood. Damit können wir auch wieder was machen, oder? Daraus können wir Wood machen. Der Hammer. Warum kann ich denn so im Spiel nicht kaputtes Holz einsammeln? Es liegt überall kaputtes Holz. Oder warum kann man es nicht als Feuerholz benutzen? Also Fragen über Fragen. Aber wie gesagt, das ist Early Access und ich finde, bisher macht das Spiel eigentlich keinen schlechten Eindruck. Sie sind hier und da ein bisschen buggy. Aber hey, das ist DayZ immer noch. DayZ ist ein paar Jahre älter. So, was sagt denn überhaupt die Uhrzeit? 10 Uhr noch. Ich mal. Wir wollten da nochmal hin. Genau. Und dann werden wir... Kann ich hier was einsammeln? Bevor ich hier was rumbastel. Später ist auch wieder... Hier gerade sowas. Warum kann ich das nicht einsammeln? Der Eck. Der Eck. Ach, hier ist noch eine Axt. Kann man nie genug haben. Da sich ja die Dinge auch abnutzen, ne? Wir haben 77%. Aber solange wir das alles finden, alles super. Aber wir müssen auch irgendwann, wie gesagt, uns selber ernähren. Und auch mit dem Trinken. Selber abkochen. Wasser irgendwo reinschaffen. Scheiße, ist da Wasser überhaupt gewesen? Ich glaube nicht. Bei mir fällt mir gerade ein. Ja, und ich würde mal gerne hier so ein paar weitere Verhältnisse reingehen. Ich finde es auch schade, dass wir die Autos nicht kaputt hauen können oder aufbrechen können. Dass die vielleicht verschlossen sind, finde ich okay. Dass man die vielleicht kaputt macht und dann geht vielleicht eine Alarmanlage an. Das lockt noch weitere Zombies oder so. Würde ich alles toll finden. Ist auf jeden Fall noch jede Menge Potenzial nach oben. Ah ja, hier hinten war noch die Säge. Mal mit. Du warst auch kaputt. So, auf dem Hügel ist ja auch nicht verkehrt, ne? Basis zu bauen, habe ich ja keinen Bock, wenn wir so viel Leerstandhäuser haben, ein eigenes Haus zu bauen. Frisst ultra an Ressourcen. Oder was? Nö. Geht auch nicht kaputt. Also Laub können wir auch nicht sammeln. Das ist ja auch schade.
Schau an. Ja, gleich zwei. Ach, da ist der See. Da ist eine Aussichtsplattform. Ja, nett. Jetzt gucken wir uns den nochmal an. Ja. Hier oben ist nichts. Da kann man einen Schlafsack mitnehmen, oder was? Ich bin voll, willst du mich verarschen? Ich weiß jetzt nicht, was ich mit dem Schlafsack soll, aber ich nehme mit. An mir am Bett. Was ich noch nicht verstanden habe, ob das was, ob man hier Wasser, ob sich das automatisch sammelt oder ob man da wirklich einfach hier so ein Wasseraufbewahrungsding hat. Aber das haben wir ja auch noch gar nicht. Hm. Auf jeden Fall nice. Eigentlich gut zu verteidigen, bergauf, gegen Angreifer. Ist ja leider der Grund, warum im Mittelalter die Burgen immer auf Hügel sind. Da kann ich euch eine Sache erzählen. Wenn ihr mal im Harz seid und ihr warum auch immer im Sommer das macht und es ist scheiße warm draußen, ich weiß nicht, es waren 34 oder 35 Grad, es war scheiße warm, kommt nicht auf die Idee, euch eine alte Burgruine auf dem Hügel zu besichtigen. Der Weg war sehr, sehr steil und ich bin fett und unsportlich, habe geschwitzt. Glaubt ihr ja gar nicht, wie ich geschwitzt habe und gekeucht habe, bis ich da oben war. Aber die Aussicht war cool. Hat sich gelohnt, aber das nächste Mal nicht bei solchen Temperaturen. Da geht man besser an den See oder dahin, wo es klimatisiert ist. Aber nicht auf dem Hügel. So. Noch ein Autoreifen, weil wir können schon quasi einen zweiten Wagen reparieren, ne? Andere kämpfen gerade mal mit einem Wagen. Vielleicht, und wir haben schon den zweiten. Gott sei Dank ist das ja kein Online-Spiel. Oh, 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 oh. Das geht ja da. Oh, oh, scheiße. Dann trinken wir. Das echt unterschätzt. Warum hat der jetzt einfach so viel Hunger und Durst? War doch vorher nicht. Und doch erst gegen 7, 9 gefrühstückt. Hör mal auf, so viel zu futtern, ey. Wir wollen doch hier was. Wir müssen doch hier sammeln. Mit Stacken, aber sorry. Hier sind. Ah, da ist kurz was zu essen. Reservewerkzeug. Ja, dann weiß ich nicht, ist falsch. Sind auch noch Autoteile. Autoteile zu Autoteile. Nein. Ja. Packen wir den auch mal raus. Reines Autoteil. Dingsbums, Gedöns. Bums. Bumsi, Bumsi und ja. Das rein. Waffen. Da noch mit rein. Den Schlafsack. Ja. Weiß ich nicht. Auf welchem Tast habe ich die jetzt gelegt? 4. Kann ich den hier hinlegen? Boah, ich leg den einfach mal provisorisch hier hin. Zack. Nö.
Okay. Ach, hier ist ein Messerchen drin. Der ist für zwischendurch wohl zum Pennen. Aber da man sich ja auf den Boden legen kann und schlafen, weiß ich nicht. Da behalte ich den Slot lieber für was anderem. Und zack. So. Wir brauchen mehr Rucksäcke. Was bauen wir als nächstes? Wir brauchen auf jeden Fall das hier. Und ja, 100 Liter kann das aufbewahren. Ja, muss ich die da selber reinpacken oder was? Weil das kann man dann auch bauen. Gut, aber das will ich dann lieber draußen hinstellen. Was für Leder lese ich das gerade? Ich dachte so zum Essen, so zum Absch. Das ist eher für Steaks. Pot for cooking, used for making boiled water, coffee, boiled food or food that needs many. Ich habe jetzt hier verstanden, dass ich hier so, sage ich mal, kann mein Essen trocknen kann. Special Tool. Okay, ich weiß gerade nicht, was Raking heißt. Hier was mit Leather und Leder. Dann bauen wir den Grill. Dann bauen wir den Grill. Mal her hier. Wir brauchen auch mehr mit Metal Scrap, Scrap Metal. Kriegen wir das her? Eating, eating, eating. Also ein kleiner Grill kann ich hier. Oh, den kann ich ja draufsetzen. Ja, nice. Machen wir. Kloppi, 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 kloppi. Zack. Bam. So, erstmal wieder da rein. So. Langsam braucht man ein Tier eigentlich, um das zum Grillen und mehr Wasser. Wo ist denn bei uns als nächstes Wasser? Machen wir mal zu hier. Wir haben ja einen Eimer. Aber hier ist nirgendwo Wasser. Hier können wir nichts abzwacken, ne? Ja, wir haben auch vom Hügel vorhin Wasser gesehen. Aber auch hier, ne? Ja, hier ist der See. Na gut, dann müssen wir halt 20 Meter laufen. Das geht ja. Vielleicht kann man in Zukunft mal einen Brunnen bohren. Na, hier nicht auch noch was liegen lassen? Letztes Mal. Da haben wir das hier alles mitgenommen. Ey, was ist los? Warum kann ich wieder nicht... Oh, okay, geht. Gut, Holz. Der Hammer. Ich glaube, ich hatte letztes Mal alles hier reingetan. Ah, scheiße. Da hat wohl jemand vergessen vorbeizufahren, ne? Jetzt haben wir auf jeden Fall hier ganz viel Hämmerchen und ganz viel Sägen zu Hause und können schon quasi wieder zurückgehen. Ja. Hier war ja nichts mehr. Nee, ich hatte wirklich schon alles da reingetan. Da hinten brauchten wir auch irgendwas, um reinzukommen. So gut, langsam kennen wir unser Gebiet. Ah, Bogen bauen. Bogen, Bogen. Aber dafür brauchen wir Tiergedärme. Dann gucken wir gleich nochmal nach. Die Axt sammle ich auch schon mal ein.
Nein. Ja. So, es gibt. Nee. Selber Axt. Okay. Passt mit Werkzeug voll. Ist doch schön. Dann haben wir hier noch. Nee. Da kommt das rein. Painkiller war das, glaube ich. Kleinigkeit zum Snacken. Holz. Langsam läuft's hier. Und da. Ja, Pistole. Nutzt sich ja ab irgendwie. Keine Ahnung. Ich guck noch mal kurz rein. Was war denn das mit dem Bo? Ach, hier hätten wir auch ein Sleeping Bag bauen können. Ich ja irgendwie nicht missachtet. Oh, Salz. Brauchen wir auch nicht. Ich denn? Helmchen ist fast kaputt. Hier mit dabei. Ah, hier war die Crowbar, genau. Ah ja, hier war das. Das ist irgendwie Gedärme, oder? Aber wir brauchen trotzdem Sticks und die einzigen Tiere, die ich bisher gesehen habe, waren Hühnchen und Bären. Anderes habe ich nicht gesehen. Und das Holz packe ich ins Auto. Nee, packe ich nicht ins Auto. Die Küche ist voll. Und dieses eine Fach ist damit voll mit. Irgendwie mit, Holz und Co. Ich hoffe nur, diese Banditen oder Überlebenden, wie sich die auch immer schimpfen mögen, selbst nicht rumlaufen. Und so Art wie bei den Kannibalen bei The Forest, ich weiß, ich vergleiche immer diese Spiele und kommt auch häufiger vor, wird auch häufiger vorkommen. Die Kannibalen sind ja so rumgelaufen. Nicht, dass das hier so ähnlich ist quasi, dass die auch so Patrouillengänge machen und ja, dann das Holz hier sehen und dann denken, das abgehackten Bäume und dann, oh, hier könnte ja jemand sein. Da gucken wir doch mal nach. Das wäre nicht gut. Ja, und dass die Fenster nicht verbarrikadieren kann. Müssen wir mal nachschlagen. Hier unten ist viel Platz. Kann ich nicht mit irgendwie Tastenkürzel? Oh, ich hasse das. Ey, was da alles so reinpasst in der Schublade, ne? 250 Kilo Holz. Ah, da ist schon was besetzt. So. Zack, und das Holzhacken, sehe ich gerade, hat ihn durstig gemacht. Na, leer. Wenn man Snickers oder Corny, was da sein soll.
Schleichwerbung muss ich ein bisschen auch machen. Vertrocknen. Nicht. Dann wieder rauf. Zeit. 15.31 Uhr. Ich überlege, ob ich einfach ein Hühnchen erschieße. Damit wir an Hühnchen kommen. Vielleicht haben wir da auch was Tolles in dem Häuschen. Wir haben noch keinen Bären gesehen, ne? Also wie gesagt. Ich. Ah nee, da war aber schon. Wurde ja letztens eine Mal von Bären. Da ist einer. Geschoss haben wir. Ist nicht. Hat uns gesehen. What? Zwei Schuss? Das war ja easy peasy. Zwei Schuss? Oh, Heinrich, Bär getötet. Was hat sich Leonardo DiCaprio in dem Film so angestellt? Das ist doch voll easy. Achso, er hat ja keine Schusswaffe gehabt. Wir können auf jeden Fall mit vielen, sogar mit einer Machete, Machete gibt's auch, mit vier Sachen, gutes Fleisch wird. Hard to use. Aha. Best to use. Okay. Das Beste ist da auch das Messer. Und wir brauchen Gedärme. Gib mir Gedärme, gib mir eigentlich alles. Gib mir alles. Gib mir alles. Quatsch. Alter. 300 ein paar zerquetschte Minuten. Und, das Fleisch wird ja echt schlecht. Also, die Gedärme sind eigentlich wichtig. Mach das voll bis in die Nacht rein. Und das geht ja rapide runter. Scheiße. Wir brauchen noch die Gedärme. Können wir das nicht stacken? Aus. Hm. Scheiße. War in mein Heim. Also auf jeden Fall mit der Pistole ist ja easy peasy. Doof ist nur, ich habe keine Taschenlampe. Wir haben keinen Kühlschrank, sehe ich gerade. Warte mal ganz kurz. Jetzt. Dürfte nicht schlecht werden, oder? Das hat hier auch schon unterschiedliche Haltbarkeitssachen. Das ist doch Rotz, ist das. Sticks, Sticks, Sticks. Wir brauchen Sticks, verdammte Axt. Ich habe keine Sticks. Sticks brauchen wir und, genau, das war richtig. Wir brauchen Seil, brauchen wir. Ruhe da. Und Laub brauchen. Oh, ich kann nur einen craften. Schütte. Wir haben zu wenig.
Hey, 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 lass den Stuhl in Ruhe, Katze. Alter, du drehst doch ab hier. Oh, Entschuldigung. Die Katze dreht gerade ab und kratzt an einen Stuhl von meiner Freundin Mathilde. In der brauchst du gar nicht rummiauen. Das ist kein Kratzbaum. Wenn ich nicht aufnehmen würde, würde ich dich jetzt da verjagen, du. Komm auf den Grill, ja. Und, Scheiße. Komm auf. Streichhölzer. Ich brauche doch jetzt hier nicht irgendwas noch, um das Essen anzumachen. Alter, nimm doch Laub oder so. Jetzt stellst du dich aber an, ey. Mal da Laub reinzimmern? Ne, da, Tinder ist, was war denn das? Nicht, Moos, ich komme auch nicht auf den Namen. Nee, kriegen wir nicht an oder was? Ich habe hier ein Streichholz. Mach die Scheiße an. Das Essen wird schlecht. Ja, dann haben wir den Bären umsonst getötet. Haben wir eine Möglichkeit, irgendwas zu bauen, um es haltbarer zu machen? Security ist schön. Hätte ich mir doch vielleicht sowas bauen sollen. Scheiße. Gut, da brauchen wir aber wieder Sticks und die müsste ich machen. Und das Video ist schon eigentlich lang genug. Und ich mache jetzt hier einen Break. Ja, wir lassen das Essen schlecht werden. Mal gucken. Also ich habe keinen Tinder. No Tinder für Heinrich. Kein Fleisch. Ich war das Essen oder das Steak noch nie so nah, verdammt, in diesem Spiel. Ah, am liebsten würde ich rumballern. Dann habe ich wieder keine Munition. Dann wissen wieder alle, wo ich bin. Und ah, schrecklich. Ansonsten mache ich hier einen Break, wie gesagt. Und wenn es euch gefallen hat, liken, kommentieren und abonnieren. Ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.